Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe meiner Reihe Mein tägliches Ukulele Workout. Und in diesem Video geht es darum, wie ich ein Intro gestalten kann und außerdem, wie laut kann meine Ukulele eigentlich. Also bleibt dran! In meinen Videos geht es um die Ukulele als Musikinstrument und darum, wie man lernt, sie zu spielen. Außerdem um Inhalte, die die Zuseherinnen und Zuseher meiner Videos ein klein wenig musikalischer machen. Seit letzter Zeit geht das Wissen um die Ukulele immer weiter herum und mir scheint, du bist auf meine Videos gestoßen, weil das auch in deinem Interesse ist. Vergiss nicht, den Kanal jetzt gleich zu abonnieren. Heute soll es also darum gehen, wie ich ein Intro gestalte, also den Teil der Musik, der startet noch bevor man singt. Ein Intro, also ein Vorspiel, das kann ich auf ganz verschiedene Art und Weise gestalten. Idee Nummer 1. Du spielst einfach den Akkord einmal an und startest das Lied. Und los geht's. Möglichkeit Nummer 2. Du spielst den Akkord öfters an, und zwar schon in dieser Geschwindigkeit, wie du nachher das Lied auch spielen möchtest. Wenn du dich dann wohlfühlst und dir vorstellen kannst, wie es losgehen kann, dann singst du los. Das ist Möglichkeit Nummer 2. Möglichkeit Nummer 3 ist, du suchst dir eine Zeile, manchmal auch gern die letzte Zeile des Liedes und siehst dir die Akkordfolge an, spielst sie einmal und manchmal passt die sehr, sehr gut auch als Vorspiel. Ein gutes Beispiel für diese Möglichkeit ist der Song, den wir letzte Woche gespielt haben, I Like the Flowers, mit der Akkordfolge C-Dur, A-Moll, D-Moll und G7. Und wenn wir den einmal rund gespielt haben, dann haben wir den richtigen Schwung für diesen Song. Jetzt kann er zum Beispiel gut starten. Eine vierte Möglichkeit, die ich dir noch anbieten kann, eine oft verwendete Möglichkeit, ist die, dass ich den Grundakkord verwende, die Quint und wieder zurück auf den Grundakkord gehe. Und das funktioniert immer, klingt so. Ganz egal welches Lied, in welchem Rhythmus ich starten möchte, das funktioniert richtig gut und klingt auch professionell. Da steigt auch in jeder mit einem guten Schwung ein. Und wie das funktioniert mit der Quint, das will ich dir ganz schnell erklären. Wir benennen ja die 7 Töne der Tonleiter nach dem Alphabet. Also fangen wir von vorne an mit A, B, C, D, E, F und G. Wir im deutschsprachigen Raum, wir verwenden anstelle dem B ein H. Das kann zu Verwirrungen führen, wenn man sich Notenmaterial, Lyrics, Chords aus dem www downloadet und die gesamte Welt, glaube ich, verwendet anstelle dem H ein B. Nur wir sagen dazu H, und das fällt dir dann auf, wenn du in E-Dur bist und du siehst dann plötzlich ein B. Das ist ein H bei uns. Was gemeint ist, ist dieser Grundton aus den 7 Tönen der Tonleiter ohne Versetzungszeichen. Was ich meine ist, dass man da keinen Halbtonschritt höher oder keinen Halbtonschritt niedriger meint. So, seit 1571, sagt Wikipedia, nimmt man gern C-Dur als Grundskala an, und C wird ganz oft als erster Ton benannt. Damit die Verwirrung perfekt wird, machen wir jetzt C zu unserer Nummer 1. Die Pianisten, die mögen das besonders gern, weil dann spielen sie nur auf den weißen Tasten. Wir Ukulelisten mögen es auch gern, weil C-Dur eine besonders gut und einfach funktionierende Tonart ist, mit der man mit der Ukulele beginnen kann. C-Dur, F-Dur und G-Dur, das sind unsere ersten drei Akkorde. So, wir gehen weiter, wir zählen einfach die Tonleiter hinauf. C ist unsere Nummer 1, dann ist D 2, E 3, F ist 4, G ist unsere fünfte Stufe, A wird uns zur sechste und H unsere siebte Stufe. So. Und jetzt sehen wir eigentlich schon ganz gut, dass wenn wir in C-Dur sind, das Nummer 1 ist, unsere erste Stufe, unser Grundakkord. Unsere vierte Stufe, F-Dur, und G-Dur ist unsere fünfte Stufe, also die Quint.
Wenn ich in C-Dur bin, dann spiele ich C-Dur, G-Dur, C-Dur als Intro. Wenn ich in D-Dur bin, verschiebt sich das alles. Natürlich ist dann D unsere Nummer 1 und unsere Nummer 4 wird G und unsere Nummer 5, die Quint, das ist dann A-Dur. Das alles muss ich dann erst einmal ausrechnen für E-Dur, für F-Dur, für G-Dur. Aber damit du dir leichter tust, habe ich einen kleinen Spickzettel in die Beschreibung gelinkt und den kannst du dir gratis downloaden. Dieser Spickzettel beantwortet auch eine besonders interessante Frage, wenn ich mit der Ukulele beginne. Welche Akkorde sollte ich mir denn für den Anfang vornehmen, damit ich ganz schnell einen Fortschritt erleben kann? C-Dur ist unser Grundakkord, mit dem beginnen wir, der funktioniert sehr gut. C-Dur, F-Dur und G-Dur. Und auf diesem Zettel siehst du in der nächsten Zeile dann G-Dur angeschrieben. G-Dur, wenn das mein Grundton ist, G-Dur, dann habe ich den Vorteil, dass ich zwei Akkorde, die ich schon kann, nämlich C und G, die kann ich schon mit einbauen. Und ich muss nur einen einzigen noch dazu lernen, damit ich ein ganzes Lied in G-Dur spielen kann. Und dann sind noch zwei weitere Tonarten auf diesem Zettel, nämlich A-Dur und D-Dur. Und diese vier Grundtonarten, die würde ich mir für den Anfang einmal ein bisschen genauer ansehen, denn die spielen sich sehr leicht auf der Ukulele und damit kannst du schnell Erfolge erzielen. Und zum Schluss widmen wir uns noch der Frage, wie laut kann meine Ukulele eigentlich spielen? Und damit meine ich jetzt nicht, dass wir das mit Dezibel ausmessen, sondern dass wir ein Gespür dafür entwickeln, ein Bewusstsein, wie viel Energie kann ich eigentlich auf die Saiten übertragen und sie klingt dann noch schön und der Ton ist noch in Ordnung. Und wenn ich mehr Energie investiere, dann wird die Ukulele eigentlich nicht lauter, sondern eher stressiger. Ja, das passiert uns nicht zu Hause in einem Umfeld, das wir gewohnt sind, sondern manchmal in Gruppen oder wenn wir unser Umfeld verlassen, im Garten spielen oder woanders, weil wir dann einfach versuchen, aus der Ukulele mehr herauszubringen, als es eigentlich geht. Das funktioniert vielleicht noch ganz gut auf der Gitarre, dass sie sehr viel lauter werden kann, wenn ich schneller, wenn ich lauter schlage, aber auf der Ukulele sind ganz, ganz schnell Grenzen gesetzt und ihre Bandbreite, die ist eigentlich gar nicht so groß und das wollen wir jetzt experimentell ermitteln. Am besten beginnst du, indem du die Ukulele ganz leise spielst. So leise wie es geht, alle vier Saiten und spürst mal, wie laut sie eigentlich schon ist. Sehr viel leiser. Das ist leise. Das ist jetzt zu leise. Und jetzt werde ich ein bisschen stärker anspielen, so dass sie wirklich lauter wird. Und ich bemerke, das hat es auch wirklich gebracht. Die nächste Stufe, ich spiele wieder etwas intensiver, mit etwas mehr Druck, versuche sie lauter zu machen. Nicht schneller, nur lauter. Und ich merke, das hat es wirklich gebracht. Jetzt versuche ich sie noch lauter zu spielen. Und ich muss bemerken, sie wird deswegen nicht lauter. Es wird nur das Knacken auf den Saiten, wo mein Fingernagel dann auf sie auftrifft, das wird lauter. Und das macht den Ton manchmal ein bisschen kaputt und weniger harmonisch. Das heißt, wenn ich laut und schön spielen möchte, dann hat das Grenzen. Und diese Grenze muss ich respektieren. Ansonsten wird die Ukulele nicht wirklich schöner spielen. Ich hoffe, dir haben meine Tipps heute gut gefallen. Schreib es mir doch in die Kommentare, wie es dir damit gegangen ist. Und ich freue mich über jedes Feedback. Vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren, damit wir uns bald wiedersehen. Thank you.